Okay, es geht gleich los. Mir ist ein bisschen schlecht. Wir sind gerade ein kleines bisschen am Fitten, da ich nächste Woche ein großes Haarliebe-Shooting habe. Weiß noch nicht, die Farbe ist nicht so meins, aber das kann man auf Bildern zum Glück immer einfärben. Aber ich brauche erstmal Frühstück. Meine Haare können ein bisschen trocknen. Muss ich sagen, sieht ein bisschen nach Frühling aus draußen. Die Katzen sind gerade draußen. Ja. Ja, dieser Tag, this day took a turn, kann man sozusagen sagen. Ich bin gerade hardcore am Rennen, beziehungsweise ich bin gerade on time, glaube ich. Ich muss kurz ausholen. Ich hatte nämlich gestern einen Zahnarzttermin bei einem neuen Zahnarzt. Und ja, der war, ich weiß nicht, im Prinzip habe ich heute mehr Beschwerden als vorher. Also ich hatte an einem anderen Zahn, habe ich irgendwas. Aber die hat quasi so ein bisschen Zahnstein entfernt. Meiner Meinung nach war das ultra schmerzhaft, dabei sollte Zahnstein entfernen nicht so schmerzhaft sein. Auf jeden Fall bin ich jetzt an dem einen Zahn ultra kälteempfindlich. So kälteempfindlich, dass selbst Sprechen, dieser Luftzug beim Sprechen, den merke ich an meinem Zahn schon den ganzen Tag. Also jetzt habe ich da gerade angerufen und war so, scheiße, was soll ich, das ist irgendwie so blöd. Dann hat sie mich 5 Minuten später angerufen. Hier ist gerade ein Termin frei geworden. Sie müssen aber in 20 Minuten da sein. Und dann gucken wir danach und auch noch nach der anderen Sache, die sie nächste Woche gemacht hätten. Ich war so, yes, ich fahre sofort los. Deshalb flitze ich jetzt zum Zahnarzt. Ja, so Zahnärzte, das war gestern auch ehrlich gesagt einer der unangenehmsten Zahnarztbesuche. Das war nämlich alles generell sehr, sehr, sehr schmerzhaft. Also wahrscheinlich, wenn wir uns das nächste Mal hören, habe ich eine dicke Backe oder Betäubung. Ich hab's geschafft. Ich versuche zu grinsen. Ich glaube, voll erschreckt, da stehen Leute auf dem Dach. Anyway, es war nicht so schlimm wie gestern. Ich habe Musik gehört, ich durfte meine Kopfhörer anziehen. Konnte das natürlich lauter und leiser pegeln. I hate it. Aber hat auch was Gutes. Ich muss nicht nächste Woche um 7 den Termin wahrnehmen. Direkt nach 2 krassen Shooting-Tagen. Es ist, hat Vor- und Nachteile. Eigentlich nur Vorteile. I did it. Sanktionen den Krieg nicht verhindern. Sanktionen waren eigentlich dazu gedacht, es nicht zum Krieg kommen zu lassen. Man ahnen konnte, dass es hart werden wird und das wird es auch werden. Und wenn man sich die Schriften von Putin aus dem letzten Sommer anschaut, wenn man die Wortbeiträge zusammenschneidet, dass der Westen Europa... Denn wir wollen ja für den Frieden arbeiten. Da fehlen mir die Worte echt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Was ein weirder Tag. Brauche ich wahrscheinlich keinem zu erzählen. Ja, ich bin aufgewacht und habe das gesehen. Und ich habe es ehrlich gesagt die letzten Tage so ein bisschen verdrängt. Deswegen habe ich nicht, also ich habe das alles schon verfolgt, aber nicht in der Intensität. Schon fast ein bisschen bewusst. Aber heute weiß ich, das lässt sich jetzt nicht mehr. Dann
wacht man auf und gibt sich irgendwie 2 Stunden Livestream, also Nachrichten, und dann ist das irgendwie, oh, das dreht einem richtig den Magen um, weiß ich auch nicht. Eigentlich ist heute auch der Launch für ja, das Haarliebe-Produkt, was ich quasi zeigen wollte oder gezeigt habe am Anfang. Aber jetzt ist irgendwie die ganze, ich weiß nicht, ich kann irgendwie heute nichts. Es fühlt sich irgendwie nicht richtig an, das heute zu zeigen. Deswegen muss ich gerade mit dem Team besprechen, wie man das dann kommuniziert oder auch ja, nicht kommuniziert. Ich bin gerade in Darmstadt und auf dem Weg in ein Café. Das hatte ich jetzt auch schon geplant, weil ich heute ganz dringend ein ja, längeres Dokument durchgehen muss. Und ich habe zu Hause dafür keine Konzentration. Und ja, Lesen fällt mir immer ein bisschen schwerer, gerade zu Hause, wenn ich eben keine Konzentration habe. Und deswegen ist das für mich so ein bisschen Belohnung. Ich kann mir dann einen Kaffee holen und mache mein Handy in Flugmodus und lese dann. Das wollte ich so ein bisschen etablieren, dass ich auch ein paar Mal öfter aus dem Haus komme, weil das ist irgendwie immer schwierig, wenn man immer zu Hause ist und immer von zu Hause aus arbeitet. Deshalb ist das grundsätzlich gerade der Plan. Tut mir leid, meine Laune. Ich denke, das versteht aber jeder. Und da geht es jetzt auch jedem einfach gleich. Sehr viel Angst, sehr viel Ungewissheit und ja. Das Gute ist, meinen Zähnen geht es tatsächlich ein bisschen besser. Ich habe das Gefühl, dass er hat mir eine Füllung drauf gemacht, dass das noch ein bisschen zu hoch ist. Ich will da jetzt aber nicht schon wieder hin am dritten Tag in Folge und mir das runterschleifen lassen. Zumal mein ganzer Kiefer noch so ein bisschen angespannt ist und noch von Spritzen und so ein bisschen wehtut. Sorry, ich gucke hier die ganze Zeit in diese Wand. Die haben einfach an dieser Hauswand haben die Ameisen dran gemacht. Also Graffiti-Ameisen und irgendwie hat mich das gerade irritiert. Anyway, dann bin ich mal produktiv. Hi friends, I look and feel like shit. Aber das ist für jetzt erstmal egal. Ich werde das hier gleich reparieren und dann fühle ich mich hoffentlich ein bisschen besser und wohler. Wo fange ich denn an? Erstmal crazy times. Wir haben jetzt gestern den Haarliebe Launch sehr spontan ja, abgesagt, beziehungsweise die Produkte gibt es ab sofort bei Rossmann. Aber wir waren so, das fühlte sich irgendwie nicht so richtig an. Weshalb wir an einem anderen Punkt, Zeitpunkt mehr darüber informieren werden. Aber dann gerne auch schon an dieser Stelle schon mal die Info, dass ihr das neue feste Shampoo schon bekommen könnt bei Rossmann, wenn ihr möchtet. Und ja, ich werde dann auch noch mal ein bisschen mehr auf Instagram darauf eingehen. Ja, diese Woche sollte eigentlich eine sehr crazy Woche für mich sein. Also, sie wurde crazy, aber anders crazy auf jeden Fall. Denn ich habe morgen meinen Tanzauftritt und ich weiß nicht, wenn ihr mich schon ein bisschen länger verfolgt. Moment, ich muss dafür ein bisschen Luft holen. Und Kaffee. Ich habe im Januar 2020, also vor 2 Jahren, wieder mit dem Tanzen angefangen. Und das bedeutet mir halt super krass viel. Ich habe schon mein ganzes Leben lang getanzt. Tanzen war immer ein Ding in meinem Leben, obwohl ich lustigerweise keine Brüder oder irgendwie wen in meinem Umfeld hatte, der groß getanzt hat. Also ich war immer die, die freiwillig stundenlang im Raum rumgehüpft ist, Choreos eingeübt hat und so. Und war auch mal im Tanztraining früher. Da habe ich auch ein ganzes Video drüber. Auf jeden Fall habe ich dann vor 2 Jahren endlich den Mut gefasst, eben zu dieser Tanzschule zu gehen. Ich fahre da immer eine ganze Weile, aber für mich lohnt sich das einfach. Das ist ein Investment. Das ist für mich auch kein Sport. Für mich ist Tanzen pure Kopfsache und tut mir einfach gut und strengt meinen Kopf in einer ganz tollen Art und Weise an. Ja, und ich freue mich einfach jedes Mal auf jedes Training. Und ja, das ist so mein Ding einfach und meine Priorität. Ich versuche Termine zu verschieben, damit ich ins Training gehen kann. Gehe 2 bzw. manchmal sogar 3-mal die Woche dorthin und habe dort jetzt
ja, viele Chores eingeübt. Normalerweise haben wir halbjährlich Vorführungen, aber das ging dann halt, seit ich dort tanze, leider nie wegen Koronski. Jetzt sollten wir eigentlich im Dezember eine Aufführung haben. Die wurde dann sehr kurzfristig abgesagt und verschoben auf morgen. Ich freue mich einfach nur so und bin aber trotzdem auch sehr nervös, weil mein letzter Auftritt war auf einer Hochzeit 2014. Das sind 8 Jahre, wo ich das letzte Mal getanzt habe vor anderen Leuten. Ja, und ich mache bei 3 Aufführungen morgen mit. Und zwar einmal tanze ich Hip-Hop. Da haben wir in den letzten Monaten, vielen Monaten, 3 Choreos gelernt und die tanzen wir tatsächlich alle 3 vor. Ich werde jetzt gleich nochmal eine Runde üben. Das wird eine 5-Minuten-Aufführung, das wird auch ganz schön krass oder die krasseste. Dann mache ich noch eine High-Heel-Aufführung. Das ist das Outfit, was ich versuche gerade hier zu fitten. Das Outfit ist nämlich eigentlich ein Body. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Der Ausschnitt geht bis hier. Und da habe ich keine Lust, so zu tanzen. Deswegen habe ich jetzt einen Sport-BH drunter. Das Muster gefällt mir jetzt noch nicht so gut, aber ich überlege nochmal, wie ich das mache. Ich sitze übrigens in einem riesen Kleiderchaos, weil ich eben nächste Woche ein Shooting habe. Die Sally ist sozusagen dann auch die Stylistin für nächste Woche. Und ja, ein Haarliebe-Shooting. Because there is more stuff coming. Hier sind noch mehr Outfits. Hier sind alle Sachen schon rausgehangen. Hier sind Outfits. Hier sind überall Kartons und Kisten. Ja. Yeah. Ich hatte diese Sporthose hier. Ich habe jetzt, das ist jetzt die letzte Sporthose. Die sitzt sogar ganz okay. Scheiße. Einmal auf dem Katzenboden gesessen. Hier seht ihr das, dass diese 1000 Flusen drin sind? Ich versuche gerade ein bisschen mich zu sammeln. Ich mache mich jetzt fresh. Ich versuche die Outfits zusammenzustellen. Ach genau, und der dritte Tanz ist ein Britney Spears Tanz. Der Kurs heißt VCD, also Video Clip Dance. Das ist so girly, ich finde ein bisschen Jazz. Jazz-Funk würden es, keine Ahnung, es ist irgendwie schwierig zu erklären, die Tanzrichtung. Aber sehr feminin und es macht sehr viel Spaß. Bisschen Palm, bisschen Kopf. Ja, und dazu machen wir Britney Spears-mäßig getragen, quasi ein schwarzes Top drunter und machen dann ein weißes Hemd, was wir knoten. Und ja, da fahre ich nachher zur Generalprobe. Das war die Schleife, die ich ziehen wollte. Ich sehe das erste Mal die Bühne, wo wir auftreten werden und ja, gehen da die Sachen durch. Ja, meine Mama kann morgen leider nicht da sein, weil es ist ein bisschen kompliziert mit dem Timing, weil es sich jetzt verschoben hat. Aber sie versucht nachher kurz bei der Generalprobe mal zu gucken, damit sie es mal gesehen hat. Das ist der Stand, Freunde. Irgendwie fühlt sich das richtig blöd an, weil diese Woche ist so eine wichtige Woche für mich. Ich will mich jetzt hier gar nicht so wichtig machen. Also jeder hat wahrscheinlich irgendwas Spannendes diese Woche gehabt. Ja, und es fühlt sich irgendwie falsch an, sich zu freuen. Oder zum Beispiel, wie gesagt, dieser Tanzauftritt. Ich fiebere dem Ganzen so lange entgegen. Ja. Weiß ich nicht. Gerade kann man nichts anderes machen als abwarten. Leider. Mit der Situation. Deswegen, ich will jetzt auch nicht so viel sagen. Auf jeden Fall. Ich bin den ganzen Tag eigentlich nur im Livestream gucken, Updates. Und ich muss sagen, vielleicht ein bisschen zu viel. Ich tendiere dann dazu, mich in sowas reinzusteigern. Auch wenn es sehr privilegiert ist. Irgendwo einen kleinen Schlussstrich ziehen. Klar, man sollte informiert sein, aber ab einem gewissen Punkt ist es nicht mehr so gesund für einen selbst. Okay, genug geschlabert. Ich wasche meine Sport-BHs weiter und we'll see. Okay, für den Tanz mit den High Heels habe ich jetzt diese Hose. Die ist zwar keine Leggings, ich weiß nicht, ob das jetzt okay ist für die anderen, aber mit dem Oberteil will ich irgendwie nicht noch was ganz Enges anziehen. Und die Hose ist ja auch okay. Das Problem ist nur, die ist mir zu lang. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, aber ich habe jetzt gerade wieder den Knopf versetzt. Ganz sexy Füße. Hier habe ich jetzt umgeschlagen und Nadeln reingemacht. Und dadurch, dass ich nachher verschiedene Proben habe und zwischendurch 2 Stunden Wartezeit, werde ich die einfach nachher dann nähen. And then it looks like this. Oh, sorry, ich bin voller Sapust. Ich habe gerade ein bisschen geübt mit den hohen Schuhen und wollte gucken, ob das klappt. Aber ich glaube, das sieht ganz gut aus. Ich habe gerade die Hose genäht. Don't let the doubt in you win. I know you feel it.
Freunde der Sonne, es ist jetzt kurz vor 10. Ich bin da seit 4 Stunden. Ich habe aber ein bisschen gucken wollen. Deswegen habe ich ein bisschen was auch gefilmt, weil ich sehe ja morgen die Auftritte nicht. Hatte ich richtig Bock. So, mein Handyladegabel ist weg. Naja, ich fahre jetzt heim. Morgen geht's los, das wird so cool. Bye. Jasmin ist da. Let's go. Ich muss kurz rennen. Die Arme steht vor der Tür, glaube ich. Ich bin jetzt mit der Jasmin auf dem Weg. Ich bin ein kleines Wrack, denn ich habe ungefähr einmal alles vergessen. Erst habe ich meinen Schlüssel verlegt. Ich verlege nie meinen Schlüssel, ich weiß immer, wo mein Schlüssel ist. Dann habe ich mein Handy nicht gefunden, es war in meiner Jackentasche, die ich angehabt habe. Dann sind wir losgefahren und ich stand schon an der ersten Kreuzung und war so, ich habe die Leggings rausgeholt. Diese Leggings brauche ich für 2 Tänze. Ich habe halt wirklich meine Leggings draußen gelassen. Also es wird hier, es ist witzig alles. Auf jeden Fall habe ich jetzt alles. Ich habe es, glaube ich, bin das 3-mal in meinem Kopf durchgegangen. Ich habe heute nicht nochmal geübt. Ich habe aber dafür gestern Nacht noch ein bisschen geübt, nach der Generalprobe. Also sollte werden, denke ich. Genau. Das wird sehr gut. Das, genau, ich habe jetzt gerade die Jasmin dabei. Gleich, gleich kommen dann noch die Marie und die Cleo, mein Papa und die Sally. It's gonna be great. Wird hoffentlich alles ein bisschen filmen und ich filme mit meinem iPhone ein bisschen behind the scenes, wenn ich dran denke. Und Nerven dafür habe. Let's Yay. Go. Oh, hallo. Holt euch ab, okay? Das heißt, einfach bereit machen, bleibt in eurer Gruppe zusammen. Okay, es geht gleich los. Mir ist ein bisschen schlecht. Bei mir sitzen gleich schon alle. Ich tanze den dritten Tanz. Ich mag das Make-up. Ein paar letzte Worte. Mein Herz schlägt. Ich bin so aufgeregt. Domino Fati sieht Domino Kati. Sehr aufregend. Es geht gleich los. We'll be right back.
drunk on booze from the mini bar. I wonder what you're up to. I shouldn't call you up, I know your number by heart. I see you wherever I go, and you don't even know. You are the stranger in the corner on the second floor. You're the girl next door, the girl next door, the stranger in the gonna be the end of me. I wanna say something, but you are all that I see. You got dynamite, that smile's gonna be the end of me. Meine Leute. Na? Ja? Gut gemacht. So, ich bin zu Hause. Ich war noch mit drei Mädels quasi essen. Und ja, ich glaube, meiner Family und den Freunden hat es gut gefallen. Ich bin ein bisschen platt, aber ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit meinen Aufführungen. Ich habe sie noch nicht auf Video so richtig gesehen im Detail, aber ich habe mich auf jeden Fall auch sehr auf meine Mimik konzentriert, dass ich sehr freundlich ein bisschen mit der Mimik mitgehe und so. Ich hoffe, das hat funktioniert. Als ich auf der Bühne stand, ich habe das schon ein paar anderen jetzt erzählt, das war so heftig, dass der Kopf ist so aus in dem Moment gewesen. Ich habe mich komplett auf das... Tief in mir drin war dieser Tanz auf jeden Fall irgendwo und ich war froh, dass ich ihn irgendwo abrufen konnte, weil ich hätte, wenn ich mich konzentriert hätte und da auf irgendwelche Schritte geachtet hätte, ich glaube, da wäre ich komplett lost gewesen. Also es hat irgendwie automatisch geklappt, es war sehr krass, hat mega viel Spaß gemacht und ich habe tatsächlich nicht eine Person im Publikum gesehen, als einfach nur schwarz war. All in all, auf jeden Fall ein sehr aufregender Abend und hat mich sehr gefreut. Wow. Ihr könnt jetzt aber sehr gerne noch hier ein letztes Video schauen und meinen Kanal abonnieren und dann sehen wir uns auch schon ganz bald wieder. Macht's gut. Tschüss.